Wir starten direkt mal mit einer Frage. Wenn so ein neuer Roland Emmerich-Film rauskommt, glaubt ihr, nur in Deutschland ist dann irgendwie die Aufregung ein bisschen größer oder tatsächlich weltweit? Wird er nur von uns immer als unser Mann in Hollywood hochgejazzt oder hat er wirklich schon einen solch großen Status, dass man jetzt nicht unbedingt wie auf einen Tarantino drauf wartet, aber so, was weiß ich, irgendwo im Bereich von Nolan oder so, rein vom Glamour des Namens? Ich bin mir da tatsächlich sehr unsicher, teilt dazu gerne eure Meinungen, ich bin sehr gespannt drauf. Vorher klappern wir aber erstmal den neuen Film von Roland Emmerich ab, der heißt Midway. Der typische Emmerich-Weltuntergang, der bleibt hier aber tatsächlich aus. Es geht in ja, eine tatsächlich ganz andere Richtung. Wir gucken da jetzt erstmal rein und ab dem 7. November dann alle zusammen im Kino. Also, wer möchte. Pazifik ist weit schlimmer als berichtet. Pearl Harbor ist das größte geheimdienstliche Versagen der amerikanischen Geschichte. Und Feuer! Die Japaner planen was Großes. Also, was ist das Ziel? Vermutlich die Midway-Insel. Washington ist anderer Meinung. Washington liegt falsch. Heute sind wir die Underdogs. Aber wir werden allen zeigen, dass man uns nicht unterkriegen kann. Augenblick erinnert ihr euch für den Rest eures Lebens. Es ist der erste Kriegsfilm von Roland Emmerich nach Der Patriot und Fun Fact am Rande, den mir Roland Emmerich selbst erzählt hat, eigentlich wollte er Midway schon vor gut 20 Jahren machen. Da wäre dieser Film aber viel zu teuer gewesen und als Ersatz ist ihm damals dann halt Der Patriot in die Hände gefallen. Da schließt sich im Kino also jetzt schon mal ein Kreis. Kreise schließen sich außerdem, wenn man sich die Zusammenarbeiten in diesem Film anguckt. Woody Harrelson ist mit dabei und der gibt sein Comeback in einem Roland Emmerich-Film. Nach 2012 ist er wieder dabei und Dennis Quaid kommt nach The Day After Tomorrow auch noch mit zurück. Dazu im Cast auch noch Aaron Eckhart, Patrick Wilson, Ed Skrein, Mandy Moore, Nick Jonas, Darren Criss, also schon mal ziemlich namhaft besetzt. Heißt für einen Film aber noch lange, lange nichts. Haben wir schon zu oft erfahren, also müssen wir hier ein bisschen tiefer eintauchen, um zu gucken, was dieses Ding namens Midway eigentlich kann. Kurz zur geschichtlichen Einordnung, wo wir uns hier überhaupt befinden. Die Schlacht um Midway gilt bis heute als eine der größten Seeschlachten überhaupt, fand statt während des Pazifikkriegs zwischen den USA und Japan so um 1942, beziehungsweise genau 1942. Gerade mal 3 Tage lang, aber so mit Vor- und Nachspiel von solch immenser Tragweite, dass sich bis heute eben eine Rolle im geschichtlichen und historischen Gedächtnis beider Nationen gesichert hat. Und diese Schlacht, diese Zeit schnappt sich Roland Emmerich jetzt und erzählt eine Geschichte, die auf wahren Begebenheiten beruht. Wir haben also Figuren im Film, die wirklich gelebt und gekämpft haben. Wir haben Schicksale aus Biografien, die so passiert sind und wir haben, wenn man es so grob runterbrechen möchte, mit diesem Film auch eine Art Fortsetzung zu Pearl Harbor. Bitte nagelt mich jetzt nicht
so sehr auf diesem geschichtlich-politischen Klein-Klein fest. Es fehlt hier nur einfach die Zeit und auch der inhaltliche Raum, um auf kleinste Kriegsdetails einzugehen. Es wird im Film dazu auch natürlich einiges gesagt. Ich beschränke mich jetzt einfach mal so auf den Rahmen des Ganzen, um euch ein Gefühl zu geben, wo wir hier sind. Ein halbes Jahr, nachdem die Japaner eben Pearl Harbor angegriffen haben, kommt es zur Auseinandersetzung vor den Midway-Inseln. Die US Navy gegen die kaiserliche Flotte aus Japan. Die Japaner noch extrem stark in ihrer Mannzahl, die USA schon echt geschwächt. Und ohne, dass ich jetzt zu viel verrate, ich war in Geschichte generell nie gut. Ich kannte auch diese Geschehnisse hier überhaupt nicht. Und natürlich war mir bei der Ausgangslage klar, wo der Film hinmarschieren wird. Es ist so diese große Heldengeschichte, die kann Roland Emmerich einfach gut inszenieren. Das hat er oft genug schon bewiesen. Er inszeniert sich aber auch immer mehr aus dieser amerikanischen Sicht raus. Er lebt seit Jahrzehnten in den USA, er pendelt zwischen L.A. und Berlin und man merkt eben seinen Film auch an. Und auch wenn man ihn reden hört, er hat so diesen amerikanischen Lifestyle, so diesen Way of Life wirklich verinnerlicht. Und dann kann man eben auch hier und da wieder an seiner Regiehandschrift ganz klar erkennen, welche Gegend ihn quasi in seiner Entwicklung geprägt hat. Was will ich damit sagen? Midway ist ein so dermaßen durch amerikanisierter Film, dass es im wahrsten Sinne nur so kracht. Ich will nicht sagen, dass er einseitig geschrieben und inszeniert ist, aber es ist eben so diese ganz klare Positionierung und da kann man in Kriegsfilmen natürlich immer drüber streiten. Wie sehr lässt man beide Lager gleichmäßig vorkommen? Das kann ja ungefähr bei dieser Einteilung gut und böse bleiben. Oder man lässt sich eben auch dazu ein, eine Sache überhaupt nicht auftauchen zu lassen. Und es geht dann einfach nur darum, sie wegzubomben. Mit letzterem habe ich als Erzählstil oft so meine Schwierigkeiten. Mir ist es dann eben zu wenig, zu heroisch und zu sehr so mit diesen Scheuklappen. Roland Emmerich versucht es in Midway so ein bisschen ausgewogener zu gestalten. Am Ende bleibt es aber zumindest aus militärischer Sicht ein absolut amerikanischer Crowdpleaser, was aber natürlich auch eben den wahren Begebenheiten geschuldet ist. Nur so, by the way, Roland Emmerich hat Regie geführt und auch produziert. Das Drehbuch kam von Wes Tukey, sein erstes Ding in der Gewichtsklasse in Sachen Film. Trotzdem haben beide dran gearbeitet. Deshalb kann ich durchaus Roland Emmerich immer mal wieder so als Macher des Films in dieser Review darstellen, nur dass wir das auch einmal abklamüsert haben. Wir haben es also mit einer ganz klassischen Heldengeschichte, mit einem Helden-Epos zu tun. Und das hat für mich viele Vorteile, aber auch einige Nachteile. Über die Positionierung in solchen Filmen haben wir ja gerade schon gesprochen. Dann ist mir aber auch einfach die Erzählweise hier ein bisschen zu klassisch. Es fühlt sich einfach zu jeder Sekunde wie ein Kriegsfilm an. Jo, ist er auch. Diese Verabschiedung von zu Hause, von Frau und Töchter, der Blick raus aus dem Küchenfenster, wenn am Horizont irgendwie schon die ersten Bomben einschlagen. Es ist ein absolut legitimes Stilmittel dieses Genres, aber bei mir fühlt es sich einfach so an wie, ja, der Film wirkt halt trotzdem irgendwie wie aus den 90ern. Es ist eben durch die Zeit, damit auch durch den Look und durch die ganze Anmutung wirklich wie so eine Fortsetzung von Pearl Harbor. Dass man sich im Jahr 2019 aber dann doch noch traut, in dieser, naja, sehr schablonenhaften Art einen solchen Kriegsfilm zu machen, das finde ich schon wieder irgendwie konsequent und es hat auch einen gewissen Charme. Da sind wir jetzt übrigens tatsächlich an einem wichtigen Punkt. Krieg ist scheiße, Krieg war schon immer scheiße und wird es auch immer bleiben. Trotzdem ist es am Ende so ein Film, der auch als, naja, Unterhaltung gedacht ist. Und so hohl es klingt, da kann theoretisch halt auch so ein Kriegsfilm in gewisser Weise Spaß machen zu gucken. Da muss man sprachlich tatsächlich vorsichtig sein und ein bisschen differenzieren, denn natürlich gab es auch hier in Midway Szenen, die mir stilistisch, filmisch einfach sehr, sehr gut gefallen haben. Ich finde nämlich, dass der Film es schafft, eine an sich sehr schlüssige und sehr starke Kriegsatmosphäre, beziehungsweise, naja, er vermittelt sie mir halt einfach. Wenn du dich der Gefahr gestellt hast, als andere auf dich gezählt haben, dann bist du allem gewachsen. Da ich zum Glück noch nie, auch nur in minimalsten Ansätzen, in einer solchen Situation stecken musste, ist es am Ende aber eben so das Gefühl von Krieg, das ich mir so vorstelle und das hier eben echt gut transportiert wird. Dann fokussiert sich der Film auf einige wenige Hauptpersonen in dieser Schlacht. Das sind natürlich einmal so Offizielle, die mit so taktischen Planungen beschäftigt sind, aber eben auch Soldaten auf und in sämtlichen Posten. Ob in der Luft, auf dem Schiff
oder eben an Land. Und da ist es wieder, der klassische Weg, eine Kriegsgeschichte zu erzählen. Ich bin mit kaum einer Figur so wirklich mitgegangen. Mir ist dieses ganze Kriegssujet aber generell auch einfach sehr fremd. Ich kann bei solchen Filmen höchstens, naja, sagen wir mal, beobachten, werde da in den seltensten Fällen wirklich so angefixt, dass ich mit irgendeiner Person oder irgendeiner Begebenheit mitgehe. Aber es ist halt tatsächlich dann eine komplett persönliche Sache, die ich dem Film an sich einfach nicht vorwerfen kann. Ich habe es anfangs schon gesagt, Roland Emmerich musste 20 Jahre warten, um diesen Film hier machen zu können. Der Grund damals war die Knete. Der Film wäre durch seine extreme Dichte an CGI viel zu teuer geworden. Jetzt sind wir technisch offensichtlich aber bei einer, naja, sagen wir mal, gesunden Kosten-Nutzen-Rechnung angekommen und der Film bekam erneut grünes Licht. Produktionsbudget liegt bei 75 Millionen Dollar. Das klingt immer irgendwie wahnsinnig viel, ist in der heutigen Zeit aber verhältnismäßig wenig, wenn man es wie Roland Emmerich eben in Sachen Special Effects mal so richtig krachen und auf die Kacke hauen wollte. Und das ist in meinen Augen leider echt in die Hose gegangen. Ich muss dazu sagen, ich habe den Film in einem sehr kleinen Hotelkino im Zuge der Interviews mit Roland Emmerich gesehen. Das mag technisch jetzt nicht so die allererste Adresse sein, aber schon da fühlte es sich für mich an ganz, ganz vielen Stellen an wie so ein bisschen die CGI-Hölle. Wenn zu Beginn und auch so im späteren Verlauf so die großen Angriffe auf die Flugzeugträger und Schiffe geflogen werden, es hatte für mich mehr was von so einem, von so einem Videospiel als alles andere. Es wäre grafisch tatsächlich ein sehr, sehr, sehr geiles Game geworden, aber als Film reicht mir das einfach nicht. Jede Explosion, jedes Feuer, es sah alles total synthetisch aus und es ist echt schade, weil der Film eben Emmerich-like direkt mit so einer fetten Schlacht beginnt und ich da sofort saß und dachte so, das ist aber hoffentlich nur irgendwie noch so eine übrig gebliebene Testversion des Films oder so. In Sachen CGI ist das für mich wirklich ganz oft leider durchgefallen. Man sieht wirklich zu oft, dass es eben keine Kulissen gab, in denen gedreht wurden, sondern ganz oft einfach der Greenscreen her musste. Fand ich wirklich schade, weil solche Filme eben ganz oft eben über die, authentische Darstellung von Orten funktionieren. In Midway leider nicht. Zumindest nicht in meinen Augen. Wenn ich das jetzt aber alles zusammennehme, bleibt leider etwas, so ein leicht trübes Bild übrig. Ich bin auch heute immer noch nicht so richtig geflasht von manchen Kameraeinstellungen und Szenen. Doch, die sind wirklich gelungen. Ich fand die Story soweit möglich interessant, aber nie wirklich spannend. Mit über 2,5 Stunden ist der Film auch einfach deutlich zu lang, weil eben auch Längen drin sind, die raus könnten. Ich fand es am Ende gut, mal wieder so einen Kriegsfilm zu sehen, weil ich halte es für ein wirklich wichtiges Genre, das handwerklich, so Drehbuch, Regie und Co., das ist erstmal wirklich gut gemacht. Der Cast funktioniert als Konvolut auch sehr, sehr gut. Er scheitert für mich einfach nur so an den zu festgefahrenen Heldenperspektiven und eben teilweise auch an der erschreckend synthetischen CGI-Arbeit. Ich persönlich wäre wahrscheinlich niemals aus freien Stücken wirklich in diesen Film gegangen, weil einfach mein Interesse in diese Art von Filmen fehlt. Jetzt, wo ich quasi gezwungen bin, ihn zu gucken, war ich dann doch froh, dass ich ihn gesehen habe, weil eben das Genre des Kriegsfilms etwas kurz kommt in den letzten Jahren. Das letzte, woran ich mich so wirklich erinnere, ist Dunkirk. Ich hoffe, das war jetzt in einigen Ansätzen verständlich und nicht so widersprüchlich, wie es gerade bei mir im Kopf vorkommt. Ich bin einfach sehr, sehr stark darin, meine Positionen auf den Punkt zu formulieren. Ich nehme an, das habt ihr gerade auch in den letzten Minuten gemerkt. Ihr könnt das sicherlich viel, viel besser. Diskutiert das gerne, auch das Genre Kriegsfilm. Was muss er haben? Was ist too much? Ist es vielleicht schon abgedroschen? Braucht es das heute nicht mehr? Gerne auch meine Anfangsfrage über Roland Emmerich mit reinnehmen. Und dann bleibt mir nichts mehr übrig, als euch jetzt ins Kino zu schicken oder eben nicht. Wir sehen uns die Tage wieder hier auf dem Kanal der Filmfabrik. Ich danke für die Aufmerksamkeit, für das Zugucken und, was kommt noch? Richtig, das Zuhören. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschö.